das ist doch das Erste, was wir gemacht haben, da um das Feuer rumsitzen und uns Geschichten erzählen, damit wir nicht vergessen, woher wir kommen. Ja, ich bin Nina Hoss, ich bin Schauspielerin aus Berlin. Das ist es eigentlich schon. Vieles mehr, aber in diesem Kontext Schauspielerin. Ich habe da jetzt auch drüber nachgedacht, weil ich sitze ja hier wegen eines Preises. Was man eigentlich so macht sein ganzes Leben da und warum. Und warum ich das immer noch so faszinierend und jedes Mal wieder neu finde. Und das ist einfach, dass ich mich in ein anderes Leben hineinversetzen kann und dadurch Erfahrungen mache, die ich so in meinem eigenen kleinen Leben überhaupt nicht alle machen könnte. Und ich in Situationen reingeschmissen werde, die einen manchmal sogar fürs eigene Leben auf irgendetwas vorbereiten. Oder man denkt, so hätte das auch gehen können. Oder also, was wäre zum Beispiel, wenn ich in einem anderen System, politischen System aufgewachsen wäre? All diese Dinge. Das hat nicht nur was mit mir selber zu tun, aber man kommt in so ein Gespräch und in einen Austausch und auch über Texte, über ja, und das bleibt einfach aufregend, weil jedes Leben anders ist. Und es wird immer was zu erzählen geben. Und wir werden uns immer was erzählen wollen und müssen und können und sollen, damit wir einander verstehen. Aber vornehmlich ist für mich der Stoff am wichtigsten und die Figur darin, das zu untersuchen, was, und dann dieser Figur alles zu schenken, was ich zur Verfügung habe. Ja, so. Ich glaube, wir Europäer sind einfach sehr gut in dem Realismus, in dem Naturalismus. Die Amerikaner auch absolut, aber da ist immer noch so ein Tick mehr an Druck vielleicht. Vielleicht kann ich so am besten beschreiben. Und ich merke, wenn man in diesem Zusammenhang ist, dann muss man das auch bringen. Und von dem muss man sich auf der einen Seite befreien, auf der anderen Seite ist da aber auch was, dass die einfach so großartig sind, die wagen unglaublich viel. Sie reden ja auch immer sehr viel von Choices, was ich auch sehr interessant finde, dass man als Schauspieler einfach seine Wahl trifft. Ob die vorbereitet ist oder ob man die in dem Moment trifft. Aber wenn man sie trifft, trifft man sie auch. Das ist nicht so, sondern das ist ganz klar, wie man es sagt, was man sagt. Und dadurch ist es so beeindruckend. Und man denkt doch mal, das kann nur so sein. Während man sich das aber erarbeitet, gibt es 10.000 Möglichkeiten, wie man die Dinge sagt oder so. Und ich glaube, da sind die einfach sehr, sehr stark drin. Das finde ich auch, also da bin ich auch dran. So, ach, das ist mir irgendwie zu erhaschen. Ja, das ist faszinierend. Also Disziplin, glaube ich, braucht man schon zu so einem gewissen Punkt. Die fällt einem nur relativ leicht, wenn einem das Spaß macht, was man da macht. Und wenn du merkst, je länger du an was dran bleibst und dass du dann, das ist so meine Erfahrung in diesem Beruf, zu so einer Leichtigkeit kommst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn du über, das ist ja auch eigentlich uninteressant, die Präparation von Schauspielern, finde ich immer, weil das ist halt unser Beruf, mein Gott, das macht man halt. Aber wenn man jetzt so an so einer Violine arbeitet und ich da mit meiner fantastischen Lehrerin Marie arbeite und dann arbeite ich natürlich diszipliniert daran, dass das nachher so aussieht, als würde ich dieses Stück spielen. Aber während ich diszipliniert daran arbeite, lerne ich unwahrscheinlich viel über die Figur. Weil ich etwas mache, was diese Figur macht. Und ich unterhalte mich über die Symphonie von Mahler. Ich lerne was über Alma Mahler,
die ich noch nicht so kannte, seine Frau, die mir wahnsinnig viel erzählt über Sharon. Und also so, das ist, für mich ist diese Disziplin ist eher etwas, um zu einer Erkenntnis zu kommen, aber auch zu einer großen Leichtigkeit nachher im Spiel, weil ich dann beim Drehen, zu dem Zeitpunkt beim Drehen, muss ich nicht keine Angst haben, dass ich das nicht geübt habe. Also, sondern kann einfach denken, wow, wir spielen hier Maler. Ja, also das will ich mir irgendwie auch gönnen und schenken und so. Ja. Also das sind einfach so Momente, wo ich denke, das ist ja ungeheuerlich. Ja. Naja, was verbindet sie? Ich bin halt immer überrascht. Du spielst die Griechen, Medea oder was weiß ich, Elektra, und denkst, worüber die sich unterhalten damals und woran sie sich abarbeiten, ist das, worüber wir hier auch reden. Zwar mit einer anderen Sprache, aber die Kernthematiken sind immer noch dieselben. Und das immer wieder zu begreifen, auch wenn du in andere Länder reist, dass du merkst, oder wenn du Filme guckst aus anderen Ländern, aus anderen Kulturkreisen, im Kern geht's um dasselbe. Im Kern werden wir geboren, verlieben wir uns, kriegen Kinder, verlieren Menschen, haben Verlustängste, haben Machtambitionen, werden vielleicht brutal. Und man muss überlegen, haben wir das alle in uns oder woher kommt denn sowas? Wie kann sowas kollektiv passieren? Also all diese Dinge, das verbindet uns alle. Wir sind uns da sehr ähnlich, glaube ich. Das ist doch das Erste, was wir gemacht haben, da um das Feuer rumsitzen und uns Geschichten erzählen, damit wir nicht vergessen, woher wir kommen. Wir müssen uns voneinander erzählen. Deswegen mag ich den Beruf sehr. Eigentlich alles. Ich finde, die Welt ist echt im Wanken. Und das spürt man ja auch. Also das spüre ich an mir, das spüre ich an mit jedem, mit dem man spricht, dass irgendwie sowas, jetzt kommt was auf einen zu und wir wissen nicht genau, was es mit sich bringt. Aber es kommt. Also das glaube ich, das wird sich verändern. Das, weil der Planet sich verändern wird, weil wir diese Klimakatastrophe anscheinend nicht aufhalten werden können. Weil es Kriege gibt wieder, weil wir wieder aufrüsten. Also für mich ist das so wie so ein Bogen. Ich war als kleines Kind in Mutlangen, habe gegen die Cruise Missiles und Pershings, die Stationierung, demonstriert mit bunten Ballons. Und jetzt schicken dieselben Menschen so mit Werf, wird jetzt aufgerüstet. Was man auch alles immer differenziert betrachten muss, das ist mir völlig klar. Aber ich finde einfach die Art und Weise, wie wir über die Dinge reden und wie rasant das plötzlich alles so wieder auf den Kopf gestellt wird. Und dann eben auch wieder nicht, weil man eben dann doch wieder Geschäfte mit China macht und auch mit Russland letztendlich und man in Katar unterwegs ist und man, das sind ja alles wunderbare Demokratien. Also das macht mir Sorge, dass ich das Gefühl habe, wir kriegen das Ding irgendwie nicht rumgerissen. Ja. Aber die größte Sorge ist die Klimakatastrophe. Wobei ich da auch wirklich mich zurückhalten möchte, weil ich auch finde, dass ich kann dazu überhaupt nicht predigen oder so. Weil ich durch diesen Beruf zum Beispiel fliegen muss. Ich denke mal, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Das geht eigentlich alles so gar nicht. Aber also deswegen, aber die Frage war ja nicht, was wir tun sollen, sondern was mir Sorgen macht. Und das ist das. Und dass wir, und das hat ja auch was mit dem Beruf zu tun. Also erstens, dass man über Kultur auch nicht mehr so richtig nachdenkt. Weil Kultur, finde ich schon, das habe ich auch im eigenen Leben erlebt, wenn du mit Theaterstücken in die verschiedensten Länder reist, wie ich das machen durfte. Dieser Austausch oder auch bei Filmfestivals, auch wenn man an die kleineren Filmfestivals geht und dann wirklich mit Menschen spricht, das bedeutet so viel, dass man plötzlich
Dinge eröffne und denke, ach, so kann man es auch machen, aber wir machen es so. Und plötzlich kriegen Menschen auch Kraft und Lust, Grenzen zu sprengen irgendwie, ja. Und das kommt durch einen kulturellen Austausch oder weil man Bücher übereinander liest oder Orchester durch die Gegend reisen und so. Also das, ja, wie wir das alles in Zukunft machen werden, ich habe keine Ahnung. Aber ich hoffe, dass dieser Austausch lebendig bleibt und es nicht wieder in diese kleinen Nationen und jeder kümmert sich nur um sich selber zurückgeht, weil ich glaube, dann haben wir als Bevölkerung verloren. Dann sind wir in den Händen von anderen. So, also das, ja. Aber ansonsten, Lebensmotto, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Das war bisher immer so. Also man geht durch, die Menschheit geht durch so Phasen immer wieder durch. Reiche kommen und gehen. Und wir stecken jetzt wahrscheinlich gerade mitten in so einem Wandel. Und ja, werden wir mal sehen. Ja, dass ich genug Menschen um mich habe und auch immer wieder finde, die in dieselbe Richtung denken und die sich eine gewisse Freiheit im Denken bewahren und die was wollen und die auch was verändern wollen und die aufmerksam sind. Das ist ja schon viel, finde ich.